BAC Börsenausblick ist eine täglich erscheinende Kolumne, die der Verlag jeden Morgen pünktlich um 8.30 Uhr seinen Lesern zur Verfügung stellt. Oh. Breit gestreut, langfristig Substanzwerte und nicht dem täglichen Klimbim an den Börsen folgen. Ja, ich würde sagen, das ist die Strategie, die der Verlag ja als solches in seiner Gesamtheit verfolgt, mit den gleitenden Durchschnitten auf der 200-Tage-Linie. Und wenn man jetzt nicht im Daytrading aus ist, dann würde ich einfach sagen, mit langfristig, so wie ich gerade gesagt hatte, mit langfristigen Engagements in Substanzwerten, mit Dividendenrendite und niedrigen KGVs und mit einer Portion Demut kommen wir an der Börse dann weiter. Das würde ich jetzt sagen, es ist kein einzigartiger Dienst, es ist aber ein sehr schöner Dienst für die Leser des Börsenverlages, weil sie täglich um 8.30 Uhr pünktlich vor Börsenbeginn die wichtigsten Impulse oder Tendenzen und auch wichtigen Nachrichten des Vortages wie auch einen Ausblick auf den aktuellen Tag bekommen, ist einfach ein schönes Paket für die Leser, die dann auch ihre Tradingbriefe dementsprechend von den Kollegen am Tag dann erhalten. Oh, das mag einer glauben, aber die Deutsche Telekom, die T-Aktien, zwar in der ersten Tranche, damals war ich junger Marineoffizier, hatte ein bisschen Geld und habe gemeint, boah, wenn da so ein Tatort-Kommissar vorne steht und dir Werbung macht für so eine T-Aktie, dann kaufst die. Das hat auch gut geklappt und ich habe die sage und schreibe wirklich 2 Euro oder 2 D-Mark oder Euro unter Höchstkurs verkauft. Das ist eigentlich sensationell. Ich muss dazu sagen, seitdem hat es nicht mehr so gut geklappt. Aber die T-Aktie hat mir Geld eingebracht.